Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Evoland. Wir sind in Aogai City. Die Musik ist sehr düster und bedrohlich und wir werden jetzt einfach weitermachen. Das Spiel kommt sehr gut bei euch an. Ich habe aber die Befürchtung, dass nach dieser Aufnahmesession das Projekt auch schon wieder vorbei sein wird, denn es ist wirklich sehr kurz. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Hier konnte ich ja nicht rein, soweit ich weiß, genau. Wird geladen, aber da war ja noch so eine Frau, genau. Die habe ich, glaube ich, auch schon angesprochen im letzten Part, oder? War das nicht? Genau, ja, das haben wir schon gehört. Alles klar, keine Hoffnung, doch, es gibt Hoffnung. Können wir da rein? Nö. Okay. Weiter zum Brunnen. Oh, hier hat sogar Truhen. Unruhiges Kind, es rennt den ganzen Tag lang rum. Bleib stehen. Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Ja, schieb mich doch weg. Mit Feuerwerk, ey, dann ist der Typ tot. Aber egal. Oh, Kartenspieler, seid ihr spielbereit? Ah, Moment, ich will erst nochmal da reingucken. Teurer Händler, es gibt doch immer Leute, die von einer Kiste profitieren. Ja, die gibt's immer. Heutzutage findet man nicht leicht Zubehör. Ich habe dennoch eine günstige, solide Ausrüstung erstanden. Günstig? Schneller DVD-Player? Ich wette, dann kommen nicht mehr die Ladezeiten. Das wette ich mit euch. Boah, es ist teuer. Ich hole mir aber erstmal die Silberrüstung. Ja, so, und jetzt hole ich mir noch, boah, ist das teuer. Nee, ich hole mir hier nichts. Nee, zu teuer. Tschüss. Oh Mann, da sind die Kartenspieler. Was auch immer passiert, wir dürfen nicht verzagen. Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwilling aus seid, seid ihr bei mir goldrichtig. Ich hab's euch schon mal gesagt, ich weiß nicht, was Doppelzwilling ist. Wählt den Stapel, gegen den ihr spielen möchtet. Wenn ihr gewinnt, gibt es weiteres Stapel. Regeln. Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Okay. Die Spieler platzieren Reihe um Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Entschuldigung. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherem Wert entsprechend daneben platziert. Ist es sowas wie Stiche? Kann das? Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Ich glaube, das ist sowas wie Stiche landen bei anderen Kartenspielen. Ja, komm. Jo. Einfach. Ja. Ich nehme erstmal das Schwächste. Naja, die sind alle nicht so stark. Slimy. Toll. Meins. Ey, was ist das für ein Assi? Was ist das denn für ein Assi? Ach! Oh! Ich sehe es jetzt erst. Ah! Ich Idiot. Na gut, meine Karte will ich zurückhaben. Das ist ein Fail gewesen. Ich hoffe einfach mal, dass... Die Karte geht, oder? Die geht. Yo. Yo. Gewonnen, würde ich sagen. Yeah, you win! Okay, so schwer war es jetzt doch nicht. Dieses Mal hattet ihr ganz schön Glück. Card Player. Ja, jetzt spiele ich nochmal auf normal. Ja, ich kann's jetzt. Oh, Mittel. Irgendwie, Moment, es hat gerade eine Verzögerung gehabt, okay. So. Ich nehme einfach den hier, da kann ich ja eigentlich gar nicht verlieren, ja. Naja, außer das passiert.
Aber kein Problem. Ich kann ja immer noch die hier nehmen. Jawohl. Keine Ahnung, ich... Wie gesagt, ich habe das nie gespielt. Ey, du bist ein Assi. Du blöder Assi. Ja, eigentlich habe ich ja schon verloren, oder? Na, egal. Probieren wir es halt. Der darf jetzt einfach keine höhere haben, sonst... Jawohl. Du Depp, du. Na, was macht er? Was ein doofer Typ. Naja. Fünft, oh, ganz knapp habe ich, ja, ganz knapp habe ich gewonnen. Das war ein nettes Spiel. Ja, ja, das war ein nettes Spiel. Ey, ich mache euch platt jetzt. Ich liebe Doppelzwilling, nicht nur das Spielen selbst, sondern auch die Suche der Karten. Die meisten sind zwar ziemlich leicht zu finden, doch die allerbesten sind gut versteckt. Nur zu gerne würde ich eines Tages einen kompletten Satz sehen. Vielleicht gibt es ja sogar eine Errungenschaft. Ja, ja, komm, wir spielen jetzt auf schwer. Oh, ich krieg nur Scheißkarten, ey. Ah, die ist doch eigentlich nett. What? Was zur Hölle? Was geht denn mit dem ab? Die hole ich mir zurück, ey. Ey, was hat der? Guckt euch das an. Der hat voll die fiesen Karten, ey. Der hat echt fiese Karten. oh Mann, ey. Ja, jetzt steht's unentschieden. Was? Nee, doch nicht. Yeah! Gewonnen! Ist ja geil, das nächste Mal gewinne ich. Eigentlich müsste er doch mal anfangen, oder? Jetzt bei Champion muss er anfangen, sonst kann ich ja eigentlich immer gewinnen. Nee, ich fange wieder an. Okay. Ja, dann nehme ich doch mal die hier. Die Vogelkarte in die Mitte. Ja, das dachtest du dir, hä? Ja, ja, ja. Nicht mit mir. Das ist meine Karte. Ey, der hat einen Joker. Das ist doch unfair. Der hat einen Joker. Na, egal. Was? Der kann zwei auf einmal? Ey. Wieso kann der zwei auf einmal? Das geht doch gar nicht. Na, jetzt habe ich verloren. Ja, okay. Hab's kapiert. Ja. Okay, 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 okay. Ey. Du Arsch, komm, den... Also Champion will ich jetzt noch schaffen. Das muss gehen. Ich muss einfach schlechte Karten am Anfang schon loswerden. Die sind nämlich echt scheiße. Ja, ein Joker, ey. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Und dein scheiß blöder Joker da, ey. Jetzt gehört er mir. Ja, was machst du da? Ey, guck mal, der hat fünf Joker und... Na, versuch sie mir doch zu klauen, komm. Versuch's doch. Ey, das ist nicht wahr, ne? Was ist das für ein Assi?
Ey, komm, ist gut. Guckt ihn euch an. Ja, you lose. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Okay, noch einmal und wenn ich es dann nicht schaffe, dann muss ich erst die anderen Karten finden. So, du blöder Penner. Ja, jetzt fängt er an. Okay. Ist doch auch was. Wieso kriege ich die Scheißkarte, ey? Hey, ich habe wieder nur Scheißkarten. Ich kann ihm die Karte gar nicht klauen. Ah, doch, kann ich. Kann ich sogar. Ey! Komm, Junge! Komm, geh nach Hause, du! Das gibt's doch gar nicht. Wie macht er das? Nee, die will ich... Ach, komm. Ja, die ist gleich. Scheiße. Wie schafft er das? Wie schafft er das? Das ist, ein Rätsel der Natur. Oh Gott im Himmel. Komm, klau sie mir. Jawohl. Ja, guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Ja, ich hab schon wieder verloren. Ja, toll. Schaut hinter euch. Ja, nehmen sie mir noch weg, ey. Okay. Also gut. Der setzt anscheinend nur noch Bosse ein. Oder fast nur noch Bosse. Hahaha, du Arsch. Dann gehe ich halt. Ich muss ja auch nicht. Ich muss ja auch nicht immer mit dem spielen. Irgendwann zocke ich dich noch ab. So viel ist schon mal sicher. Und ich habe die Uhr gar nicht gestellt. Das ist jetzt ziemlich doof. Egal. Ich ziehe einfach 10 Minuten ab und dann passt das schon, ne? Gehen wir mal hoch. Wird geladen. Boah, ich brauche unbedingt den schnellen DVD-Player. Die Ruinen von Sarunak im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenflickerei, wenn ihr dorthin aufbrecht. Braucht ihr jetzt Heilung? Ich glaube nicht, oder? Doch. Wir holen uns jetzt Heilung. Hm. Hat es uns überhaupt Geld gekostet? Ich glaube nicht, ne? Hm. Naja. Ach nee, da geht's schon mal weiter. Alles klar. Ich will noch gucken, auf der anderen Seite vom Dorf, was es da so gibt. Was es in der anderen Seite des Dorfes so gibt. Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich die Wörter alle gefunden. Optimal. Voll die düstere Melodie. So, was ist hier? Lauf, Timo, lauf! Ui, der sieht aber mal nett aus hier. Onkel! Alles in Ordnung? Bitte geben Sie einen Namen ein. Sid. Okay, gibt's aus Final Fantasy X. Sid. Nee, Sin. Moment, jetzt bin ich raus. Sid, keine Ahnung. Sin war es aus Final Fantasy X. Aber ich glaube, Sid ist, glaube ich, aus Final Fantasy VII oder so. Kann das sein? Da heißt doch auch einer Sid. Da könnte er mir nichts erzählen. Ist doch so ein... In Kingdom Hearts gibt's einen Sid. Und die haben das von Final Fantasy, den Charakter. Also, Sid gibt's auf jeden Fall. Wie nenne ich den? Den Onkel. Das ist der Onkel. Ah, ich weiß schon, wenn Onkel, dann muss er aber auch. Dann muss es ein richtiger Onkel sein. Der Mooney! Vanessa! Oh, Vanessa. Endlich seid ihr wieder zu Hause, ja. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Argoia ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Yeah, yeah! Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der Noria-Mine. Ja, Cloud, ich hab's doch gesagt. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Yeah. Oh, und auch Timo habe ich hier, um das Schwert zu führen. Ja, aber sie kann's nicht, ne? Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Nein! Bin ich gar nicht. Wohin läuft er denn? Mooney? Na gut und schön, aber ich brauche noch das Amulett von Gorn, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten. Eine ist im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Argoia.
Wer ist das jetzt? Woman. Woman. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Timo, könntet ihr die Bombe besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ich finde derweil einen Weg, stärker zu werden. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ja, weil Timo ist schon abgekratzt beim ersten Bosskampf. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Aha, ist also Bob Andrews oder was? Er war ein mächtiger Zauberer, der so manchen wirksamen Spruch kannte. Sie hat mich voll weggeschoben. Tschüss, tschüss! Ich stoße später wieder zu euch, sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Bombies. Und Mooney läuft wieder davon. Oh, ihre Mutter war genauso eigensinnig, ne? Die kann ich auch, viel Glück. Okay. Mitglied verlässt Gruppe. Oh nein, allein zu sein ist etwas einsam. Och Mann. Jetzt ist sie gegangen. Was sagt denn die hier nochmal? Auch ich war ein Abenteurer wie ihr, doch dann traf mich ein Pfeil im Knie. Naja, sagen wir es so. Ich konnte eine Weile nicht sitzen. Im Hintern? Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Die hat einen Pfeil in den Hintern gekriegt. Ich glaub's ja nicht. Ja, da muss man aufpassen. Oh, noch eine Truhe. HD-Hintergründe, wow, einfach nur wow. Oh ja, jetzt sieht's schon schicker aus. Yeah! Jetzt ist es nicht mehr so verpixelt, das sieht fett aus. Bedauere, da kann ich euch leider nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Ja, ich will hier alles wegbomben, du. Ich lebe schon seit 60 Jahren in Aogai. Und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Ja, ja, damals im Krieg, ja. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in den alten Zeiten, ja. Als der Adolf noch an der Macht war, ne. Alles klar, du alte Schachtel. Ich gehe lieber weg. Die ist sicher verantwortlich für die Mauer in Deutschland. 100 pro. Die ist so alt, die muss dafür verantwortlich sein. Nee, darüber macht man eigentlich keine Witze. Aber, Ja, die alte Oma. Ne, die ist halt schon ein bisschen verrückt, ne? Omas in Videospielen. Die sind immer bekloppt irgendwie. Naja, was soll's. Ja, ich renne immer noch hinterm Schmetterling her. Oh, so ein Penner, ey, der Glatzköpfige. Hier ist er. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu der Demarchie-Armee und habe keins von diesen Dingern aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Aogai und seine Bewohner. Dann gehen wir zur Krankenschwester. Die hat mich sogar schon geheilt. Ihr seid auf Bomben aus? Dann redet mal mit dem verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Ja, das glaube ich. Aus dem Krieg, ne? Nun gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. Mann, jetzt bin ich überall schon gewesen und... Ich hätte zuerst nach oben gehen sollen. Naja. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Voll creepy. HD-Hintergründe, ey, das sieht echt schick aus. Das sieht echt schick aus. Eigentlich haben sie nur Blur eingefügt und, ja, die Kanten ein bisschen weggemacht, aber ansonsten, es sieht geil aus, muss man einfach sagen. HD-Hintergründe sind immer schön. Die alte Schachtel. Ja, damals im Krieg, ja. Da gab's doch noch sowas wie Bomben. Bomben, sagt ihr? Ja, in meinem Keller habe ich welche. Ich bin ein Terrorist. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie doch funktionieren. Ja, ja, damals im Krieg. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut, ja. Ich habe schon lange keinen mehr gehabt, der mich, wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Kohle, Kohle, Kohle. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Garaus machen. Den Garaus. Den Graus. Den Garaus. Mann. Hilfsoffizier. Moment, jetzt, wie spreche ich das aus? Rylan hat diese Woche Patrouillierdienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Mann, wohin muss ich denn überall laufen? Wegen solchen blöden Bomben, ey. Eine Laufquest. Ey, Mooney, was geht? Ne? Tschüss. Ja, da war wieder der Timo, ne? Ja, ja, den kenne ich.
der soll Offizier sein? Na, ich weiß nicht. Und der Drache? Ja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Welchen Kleinen? Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder so einfach in der Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Sid. Neben Sid. Wo war Sid nochmal? Ach so. Ey, komm jetzt. Wie oft muss ich denn noch hin und her laufen? Mann. Und ich werde jetzt auch den Part gleich beenden. Aber erst will ich noch da rein. Da wohnt sie wohl. Mach die Tür auf. Na, dann ist es die hier. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kamen diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicherer aufgehoben sind. Ah, der kleine Junge mit dem Schmetterling. Oh Mann. Dum, dum. Aber es muss auch Laufquests geben. Mit Backtracking und überhaupt. Das muss es alles geben. Dum, 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 dum. Da, da, dum. Da ist er, komm! Bleib stehen! Meine Mutter weiß von den Bomben. Das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Nö. Boah, da kommt sie wieder. Timo! Oh je. Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Yeah, mit Vorsicht zu handhaben. Sie springt wieder rum wie so eine Bekloppte. Die mag Timo, glaube ich, echt. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden zum heiligen Hain. David Hain von Giga oder was? Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Und danach. Danach mache ich dich fertig, du blöder. Ah nee, dich mache ich danach fertig, du blöder Kartenspieler. Ich mag ihn nicht. Dum, dum. Eigentlich müsste ich echt einkaufen, weil jetzt geht's gleich wieder los mit den zigtausend Kämpfen. Oder besser, im nächsten Part geht's los mit den zigtausend Kämpfen. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird und ob wir den Drachen finden, ob es überhaupt ein Drache ist oder was weiß ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao.